Anna-Katharina, 11 Jahre, behauptet, ich schaffe mehr Fouettés als prima Ballerina Jana Salenko. Anna-Katharina und Jana haben je eine Minute Zeit, so viele Fouettés wie möglich zu drehen. Anna-Katharina absolviert die Übung auf halber, Jana Salenko auf ganzer Spitze. Die Zeit läuft ab der ersten Drehung. Es darf zwischendurch abgesetzt werden, aber natürlich läuft die Zeit weiter. Wer am Ende mehr Drehungen geschafft hat, gewinnt. Bei Gleichstand hätte Anna-Katharina als Herausforderin verloren. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Die Zeit läuft mit der ersten Drehung. Noch 30 Sekunden. Noch 20. Unglaublich, was sie da alles aus dem kleinen Körper rausholt. Noch 10. Aus. Oh, 65 waren das. Oh, schau dir das an. Und man hat ganz gut gesehen, wozu du in der Lage bist. Am Ende, wo schon fast nichts mehr ging, hast du noch mal alle Kraft, die letzte Kraft aus dir rausgeholt, die Zähne zusammengebissen. Ja, aber das war das Meiste, das ich je gemacht habe. Ja, das ist auch gut so. 65 waren es. Ganz, ganz toll. Und damit hast du richtig was vorgelegt. Also, wir sind gespannt und drücken auch dir die Daumen, wann immer du willst. Die Zeit läuft mit der ersten Umdrehung. Sehr schöne, saubere Bewegung. Jana beginnt etwas verhaltener. Vielleicht auch daran denken, dass eine Minute lang werden kann. Auch hier die erste kurze Pause bei 30 Sekunden. Aber es ist noch Zeit. Noch 20. Noch mal Gas geben, Jana, noch mal Gas geben, noch 10. Noch 10. Oh. Oh. Auch das war eine blitzsaubere Leistung, aber wir haben es gesehen, deine 65 waren dann doch nicht ganz zu erreichen, weil das so fantastisch war, was du heute alles aus dir hier herausgeholt hast. Die Siegerin im Ballettduell heißt Anna-Katharina. Da kannst du stolz auf dich sein, das war super. Ja?